Hallo liebe Freunde, ja, ich habe mir mal gedacht, ich mache mal noch ein kurzes Projekt, aber ein bisschen schneller, hoffe ich, das Licht passt jetzt. Es handelt sich um Craven Manor. Ich hoffe, der Codec macht da keine Probleme. Ist aber echt zu blöd, wenn er Probleme machen würde. Wir machen die Musik ein bisschen leiser, damit ich hier nicht überschreien muss alles. Und ich hoffe mal, es läuft jetzt flüssig. Ansonsten müsste ich einen anderen Codec nehmen. Mal schauen. Ah, es lädt gerade. Wahrscheinlich kann ich auch den Ladescreen rausschneiden. Ich weiß noch nicht. Das muss man alles mal gucken, wie wir das genau machen immer. So, die müssen ja schön passen. Licht ist ja an. Gut, wenn ich Licht ausmache, seht ihr mich ja nicht mehr so gut, deswegen lasse ich einfach mal das Licht an. Ich bin sehr gespannt. Und das ist der Einleitungsfilm. Willkommen in Craven Manor. Es ist, also ich muss sagen, es ähnelt ein bisschen Amnesia. Ein bisschen nur. Ich habe auch gesehen, es hat sehr viele Rätsel. Und auch sehr viele Gruselmomente. Also ich hoffe mal, das packen wir hier alles. Die Grafik ist auch sehr gut. Kann man hier raus? Ah, ne, kann man nicht raus. Eine massive Tür lässt uns nicht raus oder so. Keine Ahnung, ich kann nicht so gut Englisch. Token. Ein bronzes Ornament mit dem Buchstaben KM. Aha. Was ist das? Das hört sich so ein bisschen Amnesia-mäßig an. Dieses also dieses Geräusch da. Aber ich denke mal, der Codec macht da keine Probleme. 25 Frames. Ah. Ah, okay. Gucken wir mal. Oh. Alles ausgegangen. Schon ein bisschen düsterer, die ganze Atmosphäre. Ah, Taschenlampe haben wir. Gucken wir mal. Gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Irgendwie komme ich noch nicht klar mit dem... Alter. Dieses Bronzenornament, keine Ahnung, ich kann nicht so gut Englisch. Auf jeden Fall könnt ihr das ja selber rausfinden. Auf jeden Fall irgendwas Rundes. Alter. Dieses Dröhnen ist aber echt ziemlich laut, muss ich sagen. Ein bisschen schräger die Tastatur, dann klappt es auch. Huh. Ich hoffe, das leckt auch nicht so sehr, weil irgendwie... Eine Bronzestatue steht Dingens hier. Warte, wo? Hier. Ha! Ein bisschen Ding gemacht. Ich denke mal, wir müssen hier rein, wo dieser Pfeil auch rein zeigt. Ja, ich habe schon ein bisschen Schiss. So, ich habe ja schon gesehen, was da so passiert. Aha, aha, okay. Also ich bin so weit gekommen bis zur Bücherei. Also nicht im Spiel, sondern habe so gesehen. Ich will mal kurz was gucken, ne? Hat die nicht gerade nach in die Richtung geguckt? Diese Statue? Ich glaube, die guckt mich an oder so. Auf jeden Fall werden wir es bald sehen, was hier los ist. Okay.
Okay, die guckt hierher. Alter. Genau. So, jetzt gucken wir uns hier ein bisschen um. Torments of Eternal Fire, okay. Ah, hier. Ach so, der Feuerplatz, der brennt. Das sind Spinnweben. Es müsste eine ziemlich alte Bücherei sein. Wie das hier aussieht. Warum habe ich denn hier Regen? Ist das ein Fehler oder? Alter, ich habe so Schiss vor dem Spiel, ganz ehrlich. Hoffentlich scheiße mir nicht in die Hose hier rein. The Epic Poem Consum, the Bibla bla, okay. Da ist nix. Dann gehen wir auf die Seite. Was muss ich überhaupt hier finden? Also ich weiß ja schon, was ich finden muss. Aber was ist das Ziel des Spiels? Also ich weiß es ja nicht. So. Ah, hier haben wir ein Buch. Okay. Eine Illusion. Ah. Was ist das denn? Weinseller-Modell. What the fuck? Alter. Warum sind jetzt die Bücher auf einmal hier? Das Journal. I found a scale model of a wine cellar. It matches the model as I bla bla. Gut, schließen wir das Ding mal wieder. Ach, wenn ich dies, ich kann hier auch ganz Zeit in der Hand halten, glaube ich. Es sind überall Bücher runtergefallen. Soweit ist hier nichts passiert. Wir gehen mal wieder raus. Alter! What the fuck, ey? Die ist nicht mehr da. What the fuck? Wo ist die? Wo ist die Statue hin? Alles abgesperrt. Boah, jetzt kriege ich echt ein bisschen Angst. Also, huh. Ah, es hat gerade geleckt. Kann ich das jetzt hier hin machen? Warte mal, ach so. Ah, warte mal, vielleicht so. Muss man ja irgendwie drehen können. Ah, okay, das hat sich automatisiert. Dann gehen wir mal Exit. Ich muss sagen, das Spiel, ich weiß nicht, ob das Spiel echt so gruselig ist, wie es ankommt, aber mal gucken. Das war doch vorher ein anderer Raum. Warum ist das jetzt irgendwie ein Keller? Komm, lass mal offen, ne? Jetzt geht's ab in den tiefen Keller. Ich lese im Journal. Mhm. Okay, okay. Könnt ihr mal selber lesen? Könnt ihr Pause drücken? Ich verstehe überhaupt gar nichts. Spiel es auf Englisch. Es ist noch, glaube ich, in der Beta-Phase. Habt ihr gerade was gehört? Fuck. Da ist noch ein Zettel. Da ist noch ein Zettel. Fotograf. Ein Foto von 1857, okay. Blueprint. Ach, das ist so ähnlich wie eine Blaupause, kann ich sagen. Kamera ist ja schwarz-weiß, habe ich extra so gemacht. Hier ist irgendwie Wasser auf dem Boden. Ich schwitze gerade auch ein bisschen. Es ist sehr... Boah! Sehr atmosphärisch. Alter. Der hat mich voll erschrocken, diese Scheiße. Der stand doch gerade da. Da ist Blut. Ist das Wein oder ist das Blut?
Ich glaube, das ist eher eine Weinspur. Irgendwelche Käfer gehen dahin. Hallo? Willst du mit mir spielen? Get out. What the fuck? Wie get out? Wohin? Kann ich auch rennen? Oh! Alter! Licht an! Was jetzt? Alter! Alter! Ist das gruselig! Nichts wie raus hier aus dem Scheiß! Alter, raus hier! Alter! So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir das nächste hier hinsetzen. So. Ach, dann kann man auch hier hin. Ist gerade irgendwie geleckt. Kann ich auch das hier hinsetzen? Kann man auch da hinsetzen? Eigentlich ist das scheißegal, wo man das hinsetzt, eigentlich, oder? Und das kann man es auch hier auf die Seite setzen. Ja, geht sogar. Gut, dann gehe ich mal Exit. Aha, ein Schlafzimmer sehe ich. So, das müsste jetzt da vorne sein. Der vordere Raum ist eh verschlossen. So bringt das hier gar nichts. Ja. Ich glaube, ich mache erstmal eine Pause. das hat mir schon gereicht. Also. Ah, naja. Ein Schlafzimmer. Das muss ich jetzt durchziehen. Ja. Die Tür lassen wir mal offen. Für alle Fälle, dass wir wegrennen können. Die ist abgesperrt, das ist natürlich kacke. Anscheinend müssen wir dem Typen da folgen. Ich weiß auch nicht, wohin der gelaufen ist. Irgendwie ist das voll gruselig. Da ist Blut auf dem Boden. Ich höre Regen. Ach so. Alter! Was ist jetzt los? Die Tür ist zugegangen, oh mein Gott! Komm, wir holen das Ding jetzt hier. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was macht das Viech? Das macht mich voll fertig. Muss ich jetzt hin? Da war er gerade wieder. Also hier an der Wand. Und hat sich mir als Schatten gezeigt. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Mhm. Fuck. Alter! Alter! Boah! Alter, was war das? Alter, nee, ey. Puh. Mhm, der Horror lebt in der Dunkelheit. Aha. Also es heißt, immer wenn es dunkel ist, verfolgt uns dieses Drecksviech. Alter. Absolut nicht lustig, das Spiel. Ich hau ab. Schnell raus hier.
Es ist überhaupt nicht lustig. Ich will nicht mehr. Jetzt wieder am Puzzletisch. Den können wir wegmachen. Den können wir dahin machen.